Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crusader Kings 2 Teil 40. Wir waren gerade am Ende vom letzten Teil ein bisschen mehr am Beobachten, weil ich bin ja noch immer hin und her gerissen, wo ich als nächstes angreife, ob ich eine Invasion gleich gegen das ganze Burhanaddin Empire mache. Nur was mir da jetzt nicht gefällt, ist ja ihre Hauptstadt hier in der Ecke. Also wenn ich von da käme, das wäre schwierig durchzukommen und ob ich dann nicht vielleicht doch erstmal ich meine, man könnte es vielleicht, wenn man die ganze Armee vernichtet und sich langsam. Oh, das wäre. Deswegen, mein Lieblingsziel wäre gerade vielleicht erst Königreich von Trebizond. Das ist eines der kleinen Reiche, was aus dem Zerfall des Byzantinischen Reiches hervorgegangen ist. Der Zerfall, an dem ich nicht ganz unschuldig war, an dem ich die Chinesen dahin gehetzt habe. Und Despot Pamphilios, der Brutale von Trebizond, der hat aber auch gerade ein anderes Problem. Die Moslems führen gegen ihn ein Dschihad für Syrien. Das ist so sein südlichstes Gebiet, was er hat. Und ja, da sieht man, da sind mächtig viel dabei. Emire, Scheichs sind die Angreifer und der Kalif Suleiman II. Führt das. Ja, ein Verteidiger. Da hat er auch ganz schön viel Hilfe. Eigentlich das ganze ehemalige Byzantinische Reich ist dabei. Und jetzt habe ich gerade gesehen, König von Italien, König von Schweden sind auch dabei. Also mal sehen, ob sich das noch zieht. Die sind da schwer beschäftigt. Und seine Armee wird hoffentlich dabei aufgerieben. Und ja, dann können wir zuschlagen. Wo habe ich meine Zweitarmee gepackt? Ja, ich bin eh noch gerade ein bisschen am Erholen. Ich habe so viele Rebellionen niederschlagen müssen. Einen interessanten Blick nebenbei ist, das Fränkische Reich wird gerade zu einer sehr starken Rebellion erschüttert. Wahrscheinlich wird Kaiser Itwal dann abgesetzt. In Bretone ist er. Weil das sind zwei. Ja, die wollen hier Prinz Zünfeil, zwei unterschiedliche Rebellionen, die wollen beide Prinz Zünfeil auf den Thron setzen. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich fällt es dadurch nicht auseinander, aber immerhin so ganz super stabil ist es dann auch nicht. Also wir gucken einfach noch ein bisschen zu. Die Frage ist, ob ich einen Spionagemeister unten hinsetze, wo die Action ist. Was will er? Sultan Shuja vom Bonadin Sultanat. Aha, da unten wohnt er. Wen will er vermählen? Den Prinz von Afrika. Ist nicht mal sein Sohn. Und meine Tochter Songu. Ist das wenigstens ein Neffe von ihm? Oder, ach, das ist ein Bruder, sein kleinster Bruder. Aber auch interessant, wieso nicht? Oh, das ist eine Tochter von mir, die Quick hat. Möchte ich eigentlich nicht weggeben. Ich habe hier einen 15. Höfling, der hat Strong. Das mache ich lieber zum Kaganat von Kirgisien. Genau. Lehnen wir das ab und dann machen wir halt das. Ach, das ist der Sohn von. So noch ein Sohn vom Kagan Kutian, dem Edlen von Kirgisien. Ja, das finde ich eigentlich besser und ja. Achso, und was wollte der einer? Oh Gott, der Anführer der norwegischen Revolte wollte sie auch mal ehelichen. Naja, Revoltenanführer nehme ich sowieso ungern, weil. Ah, ist noch germanisch. Vom Haus Hammer. Thorfinn. Aber ja, Revoltenanführer nehme ich ungern, weil die meistens hier nur vorübergehend so mächtig sind und dann. Ja, dann wieder zurückfallen. So, Technikpunkte gab's, aber nicht genug für irgendwas. Soldaten im Monat verstärkt die Armee gerade. Wir haben noch eine Tochter Yildiz, da vielleicht schon eher. Kalif Burhanaddin II. Möchte die. Oh, Suleiman II. Ist unter verdächtigen Umständen gestorben. Am 15. April, wir haben den 30. Juli. Ja, da gucken wir mal in 2 Monate nicht hin und schon ist der Kalif tot.
Der Dschihad geht aber weiter. Kalif Burnadin der Zweite und der möchte meine Tochter Yildiz ehelichen. Also, Ich mach's mal, dann hat er noch eine Schonfrist. Ist hier was passiert? Weil da ist gerade verteilt. Oh! Die Hauptstadt des Frankreichs ist jetzt hier in Wales. Das war gerade besetzt von einer anderen französischen Revolte. Ja, sie haben es geschafft. Zinfeld der Heilige ist neuer Kaiser. Der hat keinen Königstitel. Das finde ich immer. Das ist immer erhöht die Chance, dass sich da halt welche unabhängig machen. Und da läuft noch die eine Revolte. Caitlin the Mary. Was? Er verteidigt sich gegen einen revoltiziert Prinz Zinfaels Anspruch auf Cambre durchzusetzen. Ist das ein anderer Prinz Zinfael? Das macht ja keinen Sinn, wenn die ihn wollen. Sag ich, out of patience, er ist gerade geschwächt. Cambre. Manchmal bist du rätselhaft. Cambre suchen wir mal. Nee, finde ich nicht. Ist vielleicht in der falschen Sprache. Das kommt auch noch dazu. Ist das jemand an ihrem Hof wenigstens? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er jetzt tatsächlich sich gegen eine Revolte verteidigt, die ihm irgendwie noch irgendeinen Titel schenken will. Mal sehen, ob er wieder nach Paris und... Ach, er hat nur noch ein Bein. Das ist bitter. Und Bauernaufschaft Mallorca hat er auch noch. Interessante Zeiten. Oh, wir kriegen einen Brief aus China. Oh, mein Hofarzt ist gestorben und er schickt seine Condolences. Ja gut, 72 ist er geworden. Das heißt, ich habe keinen Hofarzt mehr. Haha, ein Leprakranker namens Shaw ist an meinem Hof angekommen. Niedrig geboren, warum sollte ich den... Piety habe ich auch so genug. Gott, der war sogar noch langsam im Kopf, also verstehe ich da nicht, warum das ist ja überhaupt kein Anreiz, ihn aufzunehmen. Aber in Schiiten gibt es auch viel schon wieder Aufstände. Ja, das hält sich meistens nicht. Oh, mein Kanzler. Achso, der war auch mein Kanzler, der Arzt, okay. Kusaid-Clan-Chef, 18 Diplomatie. Klingt gut. Achso, ich könnte auch sowieso mal wieder versuchen, meinen Clans mich einzuschleimen. Achso, hier sitzt er zu Hause. Da müsste ich den Kanzler dahin schicken. Okay, was wollte ich eigentlich? Lass die Zeit laufen. Was, wenn meine Tochter Gundis umbringt? Gundis, die Bucklige. Oh, die ist gar nicht an meinem Hof, die ist bei ihrer entstellten Mutter. Schöne Menschen. Mein Sohn, Graf Pulert von Gema. Ah ja, der ist mit einer
Gräfin verheiratet im Wendischen Reich. Ach, was glaube ich, das gemacht habe oder ob das die meine KI Ehefrau gemacht hat. Jetzt sehen wir auch, hat gegen irgendein Gesetz gestimmt. Ach so, ja, Hofarzt wollte ich gucken. Immerhin ein Bachmann. Unser Didascalus so auch. Dirt Learning 18. Und wir können auch gucken, bei Chinesen. Ja, wir haben gerade gar keinen Grace. Wir könnten ihnen ein Geschenk schicken. Das wird reichen für einen ordentlichen Arzt, glaube ich. Boah, über 1000 Goldstücke für 300 Grace. Ja, die Preise skalieren leider hoch damit, je nachdem, wie reich man ist. Können wir Neunuchen schicken. Das ist ein bisschen billiger. Ja, ich habe hier einen 70-Jährigen, mein Ehrens Barbot. Der ist eigentlich sehr gut, aber 70 Jahre alt. Ja, von dem haben wir eh nichts mehr lange. Also können wir ihn auch noch kastrieren und zu den Chinesen schicken. So, dafür kriegen wir einen chinesischen Hofarzt. Guter Tausch. Ah, wir haben hier eh einen unserer Kommandanten, der Einäugiger, der hat schon einen höheren Militärwert. Gut. Und da ist ein Commander-Posten frei und da haben wir Kandidaten. Oh, wen nehmen wir denn hier? Gehütert Herpes. Ujo vom der Khan des Eldichukit-Clans. Wer aber jünger? Ah, nehmen wir Shukri vom Shukrit-Clan. Der findet uns auch gerade mal so ein bisschen gut und das erhöht seine Meinung von uns. Habe ich meinen Arzt jetzt gekriegt? Ja. Gongsun Bo, 35 Jahre alt. Oh, und der ist quick auch noch. Vielleicht können wir ihn ja auch verheiraten, matrilinear, damit das weitergeht. Ach, Shipbuilding hat sich vergrößert. Yippee. Oh, der Chiat ist zu Ende. Ja gut, da hat Trebizond ein bisschen Gebiet verloren. Jetzt ist ja die Frage, wie mächtig ist Trebizond noch? 7400 ist seine Armee. Kein echter Pakt. Okay, Horde, dann komm hier mal rum. Aha. Meine Frau hat Moesia besucht und die Herzogin fand das ganz toll und nicht Angriffspakt bietet sie an. Ja, dann darfst du Trebizond nicht helfen gegen uns. Sollte mich das kümmern hier, dieser... Nö, die gehen da gerade woanders plündern. Wir wären dann soweit. Er ist bei 7700. Gold für Söldner hat er kaum. Das ist dieses Once-in-a-Lifetime-Ding. Will ich jetzt machen. Wir sind 47, ja, ja. Dann machen wir das mit dem Charakter und wenn er dann stirbt, können wir Invasion halt mit dem nächsten Charakter einfach benutzen. So, und da machen jetzt alle mit. Das ist der große Krieg unserer Generation. Ich will jetzt eigentlich nicht in diese andere Armee rennen. Oh, hier mal einen kleinen Umweg. Ah, die Armee von Trebizond da unten ist sie. Wir sehen sie sogar gerade. Ach, da gehört uns auch was. Huch. Oh. China hat das Königreich von Orissa in Indien unterworfen.
Ja, das ist das hier. Das habe ich schon mal größer gesehen, aber trotzdem, China könnte mal wieder eine Krise vertragen, finde ich. Ich frage mich, wie das auf der Weltkarte aussehen, wenn das Spiel konvertiert, aber. Ach, geht direkt zur Hauptstadt. Sharad bin Khalil ist gestorben, die kannte ich angeblich. Boah, das sagt mir nichts. Da machen einige nicht mit bei dem Krieg. Die da schon. Sehr schön. Oh, wir haben Schafe gebaut. Schraube für Schraube. Und wir bauen die Schafherde weiter aus. Oder züchten sie weiter oder was auch immer wir machen. So, das finde ich gut. Wir belagern hier. Das ist quasi so eine Art Herzog. Ach, der ist muslimisch. Dabei, das ist sogar ein bekanntes Haus, Bagrationi. Das ist, glaube ich. Ich habe mal Georgien gespielt. Das ist, glaube ich, die Dynastie, die das beherrscht. Hier seht ihr, brauchen wir mal länger beim Belagern. Das sind immer so zwei Teile sind Verteidiger, das sind richtige Burgen. Also, dass wir. Wenn man da Krieg führt, da wird es mal ernst. Was ist denn das Westlichste, was ich habe? Also tatsächlich hier. Der Basid-Clan, dem gehört das hier unten. Oh, ich habe einen neuen Erben. Das ist jetzt Eldiçuk, das Löwenherz. Das ist der Söldner? Ja, den habe ich zum Söldnerführer gemacht. Das ist aber ein Bruder. Groß ist seine Armee denn? Söldner. Hier gibt es auch einen Pikan, der hat auch einen 47 Mann. Ist ein bisschen lächerlich, diese Mini-Söldnertruppen. Naja, gut. Das sind ja mehr so Spezialtruppen für kleine Sachen, aber nicht für eine große Invasion. Macht aber keinen Sinn hier in diesem Spiel halt. Ja, gibt viel zu viele. Ach, da ist er ja. Er hat immerhin 612, Mann, das ist nicht vollkommen lächerlich. Aber würde ich halt auch nicht anheuern. Also ihr seht ja, die größten Söldner drüben haben immer ein paar tausend. Und wir könnten den Heiligen Orden hier noch dazu rufen, aber der hat auch nur 2650 Mann. Die Armee des Lichts, die ich das letzte Mal mit in Gang gesetzt habe. Man will meinen Sohn töten. Alles schön, hier dringen welche weiter vor. Von unseren. Der Basid-Clan, ach der. Der kümmert sich hier um seine eigene. Ach, da ist Trebisond belagern. Was belagern die was? Jungs, gibt ihre Prioritäten, glaube ich, nicht in Ordnung. Ihr führt noch einen anderen Krieg. Ach! Sie greifen. Sie greifen einander, um Athen zurückzufordern. Ach, und dann gibt es auch noch gleich einen Burhanaddin-Berber-Vasalisierungskrieg. Ja, gegen eine Söldnertruppe, die Berber-Company. Und da verteidigen ganz viele. Ja, also hat auch noch andere Baustellen. Ja, gleich hat er kannst du eine Hauptburg nicht mehr. Ja, statt Narikala plündern wir. Oh, wir haben ein Relikt gefunden. Ach, eine Zutat. Violett ist das Farbstoff. Naja, wir reißen wieder mal ein bisschen die Stadt ein. Weil wir meine Tochter ermorden. Tja, also wenn wir die Hauptstadt haben, wir müssten vor allem aber noch die Armee schlagen. Und wir haben die Burg von Gegutti erobert.
Oh, eine perlenbesetzte Krone. Haben wir da gefunden. Jetzt muss ich mal in meine Schatzkammer gucken. Wir haben hier einen Heavenly Circle. Also ich habe hier eine Krone. War die schlecht? Da bringt nur 0,2 Prestige pro Monat. Könnte sie zerstören. Also, oh, ist aber schon aus dem Jahr 869, schon etwas älter. Ah, nicht so alt wie meine tolle Krone. Wer hat ihn erschaffen? Theoktistos der Junge. Tür. Was? Der Graf von Jiuquan hat verloren gegen das Hanreich. Ich weiß nicht, ob er. Ah, es war eine Revolte. Die wollten sich aus dem Protektorat rausbrechen. Eine einzelne Grafschaft ist natürlich hart. Ach, hier tatsächlich eine Originalprovinz, die sie hatten. Okay. Hier ist gleich noch was belagert. Ich will meine Tochter Özlem umbringen. 3 Jahre alt. Vielleicht sollte ich meinen Spionagemeister. Ja, der bringt gerade so Technikpunkte, aber wenn ich ihn mal wieder in meine Hauptstadt bringe, dann schützt er halt meine Kinder. Ja, ich mach das jetzt mal. Ich ziehe den Spionagemeister hier zurück. Und dann ist er automatisch wieder zu Hause. Ach nee, ich muss das noch sagen. Scheme, genau. Genau, dann sollte er aufdecken, wer sowas. Ist die Chance höher, dass sowas nicht klappt. Oh, 7 Epidemien. In meinem Reich auch eine, sehe ich gerade. Ah, aber das sind die üblichen Sachen. Consumption, Camp Fever, Slow Fever. Nichts Apokalyptisches wie die Pest. Ich glaube, ich sollte die Armee von Trebisond mal stellen gehen. Vom Beispiel Kitlan-Khan, Uso der Zweite. Ach, der hasst uns, weil wir seinen nahen Verwandten verstümmelt haben. Naja, belagern wir jeweils noch das Letzte. Hier ist es die Stadt Jaffri und hier belagern wir gerade eine Burg. Yildiz 14 könnte Rat gebrauchen. Ich könnte sie langweilen, dann kriegt sie gemäßigt. Oder weil ich gerecht bin. Oder ich könnte ihr gerecht beibringen. Dann schulde ich ihr einen Gefallen. Ja, geben wir ihr gerecht. Was? Yildiz wird eher manipulativ. Ja gut, soll sie ein bisschen Intrige auch lernen. Hey, die hat ganz schön hohe Fähigkeiten. Ach, die haben wir mit dem Kalifen vermählt. Die ist das. Gut, hier haben wir alles belagert. Gehen wir mal der Armee von Trebisond ein bisschen entgegen. So, die Burg ist unabhängig, gehört dem Bektaschi-Orden. Bektaschi ist ja ein Orden der Moslems, aber es ist eine christlich-orthodoxe Gegend. Fein. Ach, kein Stress. Wir plündern hier mal schön weiter. So auf Supply-Limit gucken. Es geht, aber es ist weit genug im Süden hier. Der Bespali-Clan weiß nicht ganz, wo er hin will hier. Ah, wir
wir sind schon auf 42% Warscore. Also wenn ich die Armee von Trebizond nochmal vernichten schlage, vielleicht reicht das schon. Mhm, da gab es eine Fehde zwischen Khan Shukri, dem Fetten vom Sukrit-Clan, und Khan Itok, dem Zweiten vom Barshukit-Clan, und die haben sie beigelegt. Sehr gut. Und wir plündern hier noch mehr. Ja. Und dann ziehen wir gleich weiter, weil die erste Niederlassung in einem Gebiet bringt immer am meisten. Ah, meine Tochter Songul. Oh, die ist exzellent geworden. Dann soll die Hochzeit auch stattfinden. Und Bukis Zicke haben wir gebrochen. Das gehört dieser Gräfin Nicoletta, die Fremdgeherin. Weil sie an Faithful, also die Untreue. Wobei treu im Sinne von halt ehrlich. Das nervt ja. Toll. Müssen wir da rauspatchen hier. Dass die Armee nicht so hin und her wackeln. Gundus, meine Nichte, braucht... Oh, Stewardship. Ah, da hat sie schon 7 Punkte und auch 2 Charakterzüge in die Richtung. Wie das Kindererziehung ist fast so simpel geworden, seit sie ihm auch zeigen, welche Richtung der Charakter geht. Die Charaktereigenschaften. Mist, ich hatte die Trebizond-Armee angreift, als ich noch wusste, wo sie war. Dem hilft auch gar keiner gegen unsere Invasion. Ah, seine dunkle Hautfarbe hat dieser Schwiegersohn übrigens von seiner Mutter. Die hatte das wiederum von ihrer Mutter Shirapala, Bengali, ne, das erklärt es auch noch nicht. Die wiederum von ihrer Mutter, die auch von ihrer Mutter. Ah, und da war eine äthiopische Mutter dann. Eine äthiopische Ur-Ur-Ur-Großmutter, die im Jahr 887 gestorben ist und im Jahr 1028, übrigens im Jahr 259 des Spiels. Dieses Let's Play wird wieder viel zu lang, das geht ja bis ins Jahr 1453. Naja. Und wir plündern wieder. Ich finde es ein bisschen schlecht zu sehen. Gehört das auch noch zu Trebizond? Ja, gut. Dann gehen wir in das Gebiet. Da haben wir die Armee zuletzt gesehen. Ich hoffe, die schlüpft nicht irgendwann an uns vorbei. Da ist eine ganz kleine. Man marschiert nicht, dass die irgendwo hier zu unserer Hauptstadt marschiert dabei. Was macht er denn gerade? Er führt Truppen an Lykandos. Was? Der Chef von denen ist bei dieser kleinen 81-Mann-Truppe. Kriegen wir den? Können ihn abfangen. Mal sehen, ob er dann abdreht. Ja, jetzt hat er abgedreht. Oh, ein Clan ist konvertiert. Nein. Der Bachmann-Clan ist zoroastrianisch geworden. Das ist heretisch. Ich weiß nicht, wer Adik ist, von dem sie es haben. Ist das jemand am Hof? Ne. Nö. Was ist denn er aber noch den richtigen? Und er ist 67. So,
So, was machst du jetzt? Du bist da anscheinend entkommen. In Narikala Kartli ist er jetzt. Kann nicht sein, dass es besetzt. Naja, gut. Ah, da ist sie. There she is. Ja. Jo, 560 eigene Verluste gegen 2547. Haben wir einen Grafen gefangen. Ja, dann können wir das hier auch belagern. Oh, hier ist ein dicker orthodoxer Aufstand gegen Smolabit-Sultanat. Ach, die Aufstände in Frankreich sind vorbei. Können wir nebenbei mal gucken. Was, es gibt Invasion gegen Bayern, die er mit versucht abzuwenden. Harald II. Von Westergötland zieht eine Invasion gegen Bayern durch. Dabei hat es nicht mal eine Küste. Ach doch, jetzt ein ganz bisschen Küste, aber... Oh, er hat einen zweiten Kaisertitel gegründet. Empire von Hispania. Ist beides agnatisch, Agnatic Gavelkind. Es ist nämlich witzig, bei zwei Kaisertiteln, da muss man genau aufs Erbrecht gucken, ob die nicht an verschiedene Leute vererbt werden. Das wird an verschiedene vererbt. Sein Haupterbe, Prinz Zynrir, der wird das Frankreich erben. Der Erbe ist ein anderer, aber das geht an einen anderen Karolinger. Prinz Anlaf wird Hispania erben. Das ist ja spannend. Ja, das hatte ich gehofft, dass das hier mal ein bisschen auseinanderfällt wieder. Was gehört denn da offiziell gerade alles zu? Ja, der Großteil hier der Iberischen Halbinsel, das ist ein Stück von Marokko. Gut, das macht es ein bisschen interessanter. So, und welche mächtigen Könige gibt es hier? Ah! Ademar das Monster ist mal verstorben und dieser... Ah ja, seine Frau hat die Hautfarbe vererbt. König Birinus II. Von Sachsen. So mächtig ist er nicht, der hat nur Sachsen. Ja. Früher war der König von Frankreich immer auch noch in Sachsen der gleiche, aber nee, der König von Frankreich ist dieser Einjährige aus dem Haus Theodingi. Er hat aber auch nicht viel außerdem. Oje, die Königs... Und hier ist es Königin Cecily II. Von Deutschland. Nachdem Norbert der Grausame... Oh, der ist am Fall verbrannt worden auf Anordnung von Herzogin Kathleen von Münster. Warum auch immer. man kann übrigens... Genau, wenn man genau auf den Totenkopf klickt, dann sieht man genau... die Person, die für den Tod verantwortlich ist, ist das Herzogin Caitlin, die Fröhliche von Munster. Ah, es ist nicht Münster, es ist Munster in Irland. Das ist leicht zu verwechseln. Also da fehlen die Pünktchen auf dem U mit Absicht. Also es gibt ein Munster in Irland und das ist ein Herzogtum. Ja. Gibt es hier noch mehr Könige? Was ist das hier für ein Königstitel? Brythoniaid als König. Titel gibt noch, aber der ist irgendwie hier hingezogen nach Spanien. Sitzt nicht mehr in Wales. Bronwell, das sind ja alles Kinder, gerade die Könige. Ja, dann hat er natürlich erstmal Ruhe. Das hier unten sitzt der König von Aquitanien, ganz im Süden von Spanien. Ach, der hat auch noch König von Andalusien Titel und König von Aquitanien. Oh, das ist der mächtigste König, 27.000. Das ist ganz spannend. Ist aber auch ein Karolinger. Ja, irgendwie kann man sehen, was der von seinem Lehnsherrn hält. Aber na gut, so wichtig ist es auch nicht. Ja. Es verteilt sich ein bisschen hier, aber... Na gut, führen wir uns den Krieg zu Ende. Au! Haben die Chance hier die... Ah ne, die sind auch am Flüchten, dann belagern wir weiter. Wenn die hier die weiße Flagge haben, dann sind sie am Flüchten und schneller als normale Armeen.
kriegt man sie nicht. Das ist Shattered Retreat, also wenn die Armee zerschlagen ist. Das ist eine nicht super beliebte Mechanik, die haben sie übernommen aus ihren anderen Spielen. Oh, wir haben ganz viele Gefangene gemacht. Ja, die rennen hier einfach an uns vorbei und wir können sie gar nicht stoppen. Ah ja, Yildiz ist volljährig. Boah, die ist ganz schön militärstark. Ah, was ist das für eine Armee von Athen? Ah, die größte Teil ist von Rhodos und ist uns gar nicht feindlich gesonnen. Nur die 364 Mann von Athen, die mit dem marschieren. Wir kriegen die Gesamtzahl in Rot angezeigt. Beschiss. So, Lykandos haben wir. Ich ziehe trotzdem mal ein bisschen hier zurück. Das gefällt. Gucken, was die machen. Ah, den orthodoxen Aufstand, da wollen wir eigentlich nicht anrühren, aber wir könnten. Ne, die können wir jetzt auch nicht abfangen. Ja, die kümmern sich um andere Sachen. Edessa haben wir derweil geknackt. Hier oben alles fluffig, jo. Ah doch, wir können sie mal abfangen. Aha, Herzog Jaglaka von Minyak. Ist aus dem Versteck gekommen. Ach, das ist ein Jaglaka, mein Bruder. Ist aber Kultur tibetanisch, burmanisch, Tangut-Kultur. Und er möchte seine Frau umbringen, sehen wir hier. Er möchte Herzogin Chet, die Unzüchtige, tot sehen. Ach ja. Ah, der ist auch. Nö. Dürfte er keine Konkubinen haben. Naja, er ist eh nicht in meinem Reich. Ja, das müsste. Ja, wir kämpfen ja doch gegen die ganze Armee. Ah, ich kann was Militärisch zu den Wüstenexperte, Kavallerieanführer. Ja, bei uns ist logisch, wir nehmen den Kavallerieanführer. Die anderen brauchen wir gar nicht mehr durchlesen. Da gibt es verschiedene Terrains, auf denen wir Experten sein können. Oh, da gab es eine konvertierte Provinz. Halt. Wo konvertieren wir denn gerade? Na, das ist noch Sunni. Die junge Agne ist feurig geworden in unserem Kerker. Oh, das ist eine ganz tolle Priesterin, leider für den falschen Glauben. Sympathie, sie ist muslimisch. Es hat auch Sympathie für Christen. Und ist hässlich. Ja, was sagt uns das? Oh, jemand will Lösegeld für sie. Ach so, die hatten wir gerade erst gefangen. Für 10 Gold können wir sie jetzt rauslassen. Nö, das kann auch warten. Das ist mein Stuart ist wahrscheinlich verstorben. Mein Darik Pat, wie das heißt. Mein Hofarzt wäre noch der Beste für den Job. Können noch den Pikan-Clan-Anführer dazu machen. Der wäre aber ein besserer Spionagemeister als mein jetziger. Ja, dann soll der Hof könnte. Ja, soll der Hofarzt auch noch den Stuart nebenbei machen. Und Militene wird geplündert. So, wir müssten noch einmal die Armee von Trebizond wiederfinden. Ach, da hinten steht sie. Ja. Obwohl das Plündern bringt ja auch was. Aber ich glaube, ich gehe jetzt mal direkt dahin. Oh, die persische Bevölkerung in Urgench hat die uigurische Kultur embraced, also angenommen. Ja. Sehr gut.
unsere Kultur breitet sich aus. Sie sprechen jetzt auch unsere Sprache und so weiter. Und kommen besser mit Ökoschnellschankler. So, ach, das geht ja flott hier. Wahrscheinlich gut ausgebaute Straßen. Was haben wir hier? Tochter Mutlu ist 12 geworden. Ja, die kann auch Stewardship, obwohl sie ein bisschen faul ist, aber hat zwei andere Eigenschaften, die dafür sprechen. Und Manzikert wird geplündert von uns. Jetzt weiß ich, was wohl nur 5 Tech-Punkte gibt. Das geht ja so ratzfatz. Was? Will er aufgeben? Wir zerstören hier gerade seine Armee. Er gibt sich. Na gut, das rettet einigen das Leben, wir sofort auf Annehmen klicken. Ah, ach so, er ist aber noch im Amt. Und er hasst uns, also kommt er nicht in meinen Rat, obwohl ihm das zustünde. Okay, Jungs, dann können wir hier, dann haben wir dieses Gebiet auch verbunden. Schau mal, also hier, das gehört jetzt uns. Jetzt sind hier natürlich Mini-Reiche, die wir auch noch schnell einnehmen können. Aber wir haben natürlich jetzt einen hohen Bedrohungslevel, 50%. Die Verteidigungspakt der anderen Regionsgruppen tun sich dann gegen uns zusammen. Wir sind gerade an der Grenze, 50%. Also wir sollten es zumindest unter 50% fallen lassen. Oh, wir machen noch den König von Armenien. Können wir uns schnitzen, die Krone? Das Khanat von Armenien heißt es jetzt. Jetzt mache ich meine Schafherden. Achso, die werden gerade noch abgegradet. Ah, wir können ein nomadisches Land reclaimen. Das Häuptlingtum von Timu Tarakan. Sind wir immer für. Was ist damit? Ach, da gibt es noch einen Stamm. Ah ja. Pillage. Und weg. Haben wir mal eben das Dorf niedergerissen, weil wir keine Dörfer mögen. Mhm. Ich saß neben Muri Jung beim Abendessen, als er mir über eine Familie erzählt von Christen, die in seiner Hauptstadt Kati angegriffen wurden. Oh, sie werden niemals ihre Freunde verwandeln. Wiedersehen, die armen Seelen, sagte er mit einem schweren Seufzer. Ach. Ich kann Sympathie für Christen kriegen, wenn ich die Option wähle. Das findet der Muri Jung gut, weil ich offen, open-minded bin. Ich kann sagen, wir waren Christen, um nur sich selbst die Schuld zu geben. Nee, wir sind ja tolerant. Ach, der Muri Jung ist selber auch. Sympathisiert auch mit Christen. Oh nein, als ich mich in mein Zelt zurückzog, war ich schockiert, eine Kopie der orthodoxen Bibel auf meinem Bett zu finden. Zuerst dachte ich, jemand hat sie dagelassen mit der Absicht, mich zu beschuldigen, aber dann habe ich eine kleine Notiz oben drauf gelesen. Ich denke, du wirst dies interessant finden. Bitte gib ihm eine Chance und das sei ein Freund. Nee. Ich möchte nicht orthodoxer Christ werden. Oh, der Häuptling von Korsum ist mit seiner Zelle nicht zufrieden. Ja, kriegt Hausarrest. Ich will jetzt nämlich erstmal, wir haben so viele Gefangene wieder für Lösegeld. Oh, die ist seit 23 Jahren im Kerker und für 110 Gold kann ich sie rauslassen. Warum machen wir es jetzt erst? Ich sortiere mal nach Zeit im Prison, dass wir die am längsten hier zuerst dran kommen. Jo, 10 Gold ist wohl gerade aus dem aktuellen Krieg. Achso, ich kann alle hier, glaube ich, mit dem Fenster daneben. Ja, das ist so eine Neuerung, die habe ich noch nicht so verinnerlicht. Oh, wir können das Königstitel von Anatolien auch machen. Jo. So, nächste Runde. Was?
Das kam jetzt überraschend. Was? Qagan Arpak ist zum Himmel aufgestiegen im Alter von 51. Er starb eines natürlichen Todes. Wohl nicht besonders gesegnet, hoffen wir, dass Arpak Frieden im Nachleben findet. Ja, jetzt habe ich meine Invasion, vielleicht bin tatsächlich auf einmal... ja, das kam überraschend, mit 51 gestorben. Sind wir Qagan Eldichuk? Bekannter Mann, abgesehen von Fahrenwald, werden sich für ihn verbeugen. Ja, der hat schon viel Prestige wahrscheinlich. Boah, der Militär. Jetzt müssen wir sortieren. Stopp. Ah ja, ich wollte gerade hier geiseln für 276 Goldstücke. Für ein Lösegeld raus. Oh nein, und Trebizond hat sich wieder losgesagt. Nachrichten habe ich jetzt theoretisch. Oh nein, da haben sich welche... haben sich einige unabhängig gemacht. Der Der Bashukid-Clan, Trebizond sind die größten Probleme. Tugurid-Clan, den können wir nebenbei nehmen. Das mache ich im nächsten Teil, da habe ich jetzt keine Lust mehr. Ja, da haben sich ein paar unabhängig gemacht, aber die werden wir wieder unterwerfen. Was haben wir denn für die Ju... Ich habe ja ganz viele Claims natürlich auch auf die ganzen Counties. Okay, Subjugation ist scheiße. Ich mach Subordination machen und dann... oder Invasion und dann einfach alles niederreißen. Ja. Ich kann den Rat noch gucken. Marshall. Wer wird Marshall? Usluk, der hat es mir vorher gemacht. Auch schon 46, ach. Der hat keine eigenen Kinder. Hat er nie geheiratet? Clans wollen mehr Land. Was? 5 Ländereien soll ich abgeben? Oder weil der Bashukid-Clan weggefallen ist, der so viele hatte. Trebizond hat auch gleich einen Aufstand, aber... die Macht des Konzils zu vergrößern noch. Na gut, gucken wir uns ein bisschen auf der Karte um. Was ist hier geworden im Schiitengebiet? Naja, die sind eher eine Nische. Auch nicht mehr als die koptischen Christen. Revolte in Italien. Bürgerkrieg fürs Erbrecht. Okay. Kaiser Zünd für der Heilige, nichts Besonderes. Oh ja, die Stimme von Jesus. Hätte ich gesagt, der hier war der mächtigste. Der greift sogar noch hier. Für Infa an und der. Achso, er hat fast gewonnen gerade. Aber Infa ist wahrscheinlich nur was Kleines. Na, hier gibt es noch einen muslimischen Herzog. Die haben sie nicht komplett rausgeschmissen. Ja, die anderen Könige, ja, Frankreich hat noch, hätte noch über 10.000 Mann. Das sind alles Kinder, die machen da gerade keinen Ärger. Ah, Brussonia hat es ja wieder nach Wales gezogen, der 13-jährige Junge. Alba, Schottland ist auch so ein winziges Königreich. Das Wendische Reich schrumpft irgendwie immer mehr zusammen. Nur mal nebenbei.
Das blinkt aber an komischen Stellen. Preußen ist erstaunt, dass es überhaupt ein Preußen gibt. Das kann halt mal hier schon aufpoppen. Weil es ihnen die Jure Königs, die Jure Königstitel gibt. Ist natürlich witzig, weil das konvertiert in Europa Universalis, weil Preußen halt durchaus mächtige, paar mächtige spezielle preußische Boni hat, weil Preußen halt im Spiel in der Epoche danach eine größere Rolle spielt. Ja gut, also Hauptstory auf der Karte ist der Zerfall meines Reiches, nicht der anderen. Und mein Herrscher ist schon alt, das heißt, das kann auch ein bisschen dauern, das wieder einzunehmen. Wohin war denn jetzt meine Nichte verheiratet? Aber Nichte bringt eh nicht so viel. Ich kann hier noch einen Titel usurpieren. Herzogtitel von Kipchak. Ja, die Barschukits werden wir empfindlich bestrafen für ihre Untreue. Okay, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.